Brustkrebspatientinnen finden im Martin-Luther-Klinikum und Krankenhaus gleich zwei zertifizierte Brustzentren unter einem Dach. Einmal ist das das Brustzentrum der Frauenklinik und einmal ist das das rekonstruktive Brustzentrum. Und zweiteres wird geleitet vom Chefarzt Professor Dr. Ole Görz und er ist heute mein Gast. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ja, was ist das Besondere dieser Zusammenarbeit unter einem Dach? Rekonstruktives Team und ein gynäkologisches Team. Ja, das Besondere ist, glaube ich, dass wir alles aus einer Hand anbieten können, dass die Patienten nicht eine Beratung aus einer Richtung nur bekommen, sondern wirklich aus zwei Perspektiven. Es sind kurze Wege. Wir beginnen mit einer gemeinsamen Sprechstunde. Die Patienten erleben und hören beide Perspektiven, können sich ein besseres Bild machen und die Begleitung über die OP bis zur postoperativen Versorgung findet gemeinsam statt. Wann beginnt denn die Zusammenarbeit? Schon vor der Operation oder nach der Operation? Und ist die Patientin auch mit eingebunden? Die beginnt vor der Operation. Ja, klar sind die Patienten eingebunden. Das hängt. Sie sagen klar. Vielleicht ist es für viele, die uns jetzt sehen, gar nicht so klar. Ja, definitiv. Und gerade was den rekonstruktiven Teil anbelangt, ist es auch ganz, ganz wichtig, weil es einfach unterschiedliche Wege gibt mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen. Und da ist es wichtig, dass man sie einbindet. Man muss ihr sicherlich auch beratend zur Seite stehen, ihr so ein bisschen Leitplanken geben, um sie zu führen, weil das natürlich eine Situation ist, die sehr, sehr schwierig ist, die existenziell ist. Was könnten solche Leitplanken denn sein? Dass man ihr tatsächlich auch eine gewisse Sicherheit gibt. Gerade wenn es 10 verschiedene Möglichkeiten der Rekonstruktion gibt, ist der Patient in der Regel einfach überfordert, eine Entscheidung zu treffen. Zumal diese Entscheidungen natürlich gerade in so einem Bereich nicht darum gehen, ziehe ich ein rotes oder ein blaues Hemd an, sondern das ist natürlich wirklich existenziell. Das sind große Operationen. Das sind oft mehrfache Operationen. Und insofern ist es da auch wichtig, dass man wirklich beratend und auch entscheidend mit zur Seite steht. Also das heißt, das, was im Vorfeld läuft, der psychische Zustand einer Patientin, wie hat die Krebstherapie angeschlagen, welche ganz genau ist auch vorgenommen worden, das ist für Sie mit dem rekonstruktiven Blick dann auch nochmal ganz entscheidend. Ja, das ist sehr entscheidend. Also wenn jemand die Bereitschaft hat, den Willen hat, in der Situation eine größere Operation durchführen zu lassen, dann würde ich definitiv in diese Richtung gehen, weil das die nachhaltigere Operation ist. Wenn jemand sagt, ich bin jetzt schon am Ende und möchte wirklich nur ganz kurz und das dann abschließen, erstmal ein bisschen wieder Kraft sammeln, dann ist vielleicht ein Implantat der bessere Weg. Was würden Sie sagen, ist für Sie heute noch eine schwierige Situation, Herr Professor Görz? Ich finde eigentlich, dass die Situation meistens schwierig ist, weil es ist selten so, dass eine Patientin kommt und sagt, ich habe mich erkundigt, ich möchte das und das haben. Und das ist natürlich sehr angenehm für beide Seiten, weil wir sie darin unterstützen können. Gerade wenn es Eigengewebe ist und medizinisch nichts dagegen spricht, ist es eine perfekte Entscheidung. Schwieriger ist es, wenn Patienten vielleicht vorher sich so halb informiert haben, vielleicht dann auch nicht die beste oder vielleicht eine einseitige Beratung erlebt haben und wir sie dann sozusagen da abholen müssen und ein bisschen in eine andere Richtung lenken, um einfach ihr nachhaltig da das bessere Ergebnis zu geben. Das heißt, Kommunikation ist dann der Schlüssel von beiden Seiten und Verständnis natürlich auch von Seiten der Patientin, dass man zu einer Entscheidung kommt, die beide Seiten auch mittragen? Ja. Ich hatte gestern gerade ein Beispiel, da ist eine Patientin, hatte sich bei 18 Ärzten vorgestellt. 18? 18, angefangen in München, über Hamburg und dann Berlin. Oh mein Gott, das klingt dann nach einer bundesweiten Reise. Sie waren dann Nummer 18? Ich war Nummer 18 und es war so, dass es dann wirklich ein anderthalbstündiges Gespräch war. Und am Ende habe ich dann gesagt, Sie müssen irgendwann wirklich auch einfach andere dann entscheiden lassen, weil Sie sonst psychische Probleme kriegen. Und daraufhin sagte sie, sie war gerade 5 Wochen in der Psychiatrie. Das nur auf dem Boden, dass sie wirklich so viele Informationen gesammelt hat, dass am Ende für sie keine Entscheidung möglich war. Auch selbst in so einer Lebenssituation ist es wahrscheinlich so, eine hundertprozentige Sicherheit und Zufriedenheit gibt es natürlich auch nicht. Aber schauen wir noch mal auf eine ganz besondere Patientinnengruppe, die mit einem erhöhten Brustkrebsrisiko, familiär bedingt, die eine vorbeugende Operation für sich in Anspruch nehmen. Was ist da die Herausforderung für Sie, Herr Professor Görz? Da ist es eigentlich
in meinen Augen relativ einfach. Man kann mit Eigengewebe in einer einseitigen Operation sowohl die Abnahme der Brust machen, also wo man das Brustdrüsengewebe wegschneidet, die Haut und das Unterhautfettgewebe da lässt und es im gleichen Schritt aufbaut. Das geht für beide Seiten, hat den großen Vorteil, dass die Patientin zu keinem Zeitpunkt ohne Brüste herumläuft, was psychisch wirklich belastend sein kann, sondern in den OP geht, aus dem OP kommt und das Ergebnis ist häufig sogar schöner als das Ausgangsergebnis. Mhm. Sodass man wirklich sagen kann, ja, sie haben natürlich eine OP und die dauert auch länger, wenn man beide Seiten macht, aber sie hat zu keinem Zeitpunkt wirklich dieses doch schockierende, für viele schockierende Erlebnis, mit einem Organ nicht mehr rumzulaufen, was sie seit 30, 40 Jahren hatte. Mhm. Die Gynäkologie verändert sich immer mal wieder, mal in größeren, mal in kleinen Schritten vielleicht. Es gibt aber auch eben Neuerungen in der rekonstruktiven Chirurgie. Was würden Sie sagen, ist für Sie aktuell die spannendste Neuerung? Es sind bei uns, glaube ich, eher kleine Veränderungen im Moment. Es werden immer mehr Gewebetypen verwendet. Wir haben mittlerweile ein Portfolio von Eigengewebe, dass wir bei jeder Frau darauf reagieren können. Wir haben eigentlich für jede Frau die Möglichkeit, Eigengewebe zu verwenden. Und das ist vielleicht der größte Schritt, der so in den letzten Jahren stattgefunden hat. Und ansonsten sind Sie im Austausch mit den Kollegen des Brustzentrums der Frauenklinik. Alles dann am Ende zum Wohle der Patientin, Professor Dr. Ole Görz. Ich bedanke mich für Ihren Besuch heute hier. Ich danke auch.